Willkommen zurück hier beim Bioshock. Jetzt wollte ich fast schon Mass Effect sagen. Ach Mensch, Mass Effect kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Oh, wir haben hier kaum noch Pistolenkugeln. Dann nehme ich mal hier unser MG. Da haben wir noch ein paar Kugeln mehr. Das ist ja auch, glaube ich, komplett aufgerüstet. Ja, nochmal einmal schnell zum Beginn der Folge speichern. Man tut sich ja sonst den Gefallen nicht so sehr, aber... Speichern ist nie verkehrt, gerade wenn einem immer wieder die Gesundheit abgezogen wird, die maximale. Hier ist die Kamera, die ist auf unserer Seite. Das gefällt mir sehr gut. Formidable. Ah, noch nicht mittendurch. Erstmal hier die Flanken auskundschaften. Da ist noch was zum Heilen. Den will ich auch nochmal hacken. Nicht, dass ich hier in böser Splicer dran vergreife. Uppa. Und hoch. Jawohl. Die Kurve noch gekriegt. Und hier rum. Und jetzt nur noch geradeaus. So. Wenn wir denn mal geradeaus hätten. Ich hab nichts geradeausiges mehr. Scheiße. Was soll denn der Blödsinn? Na super. Naja, Kurzschluss. Wir laden einfach kurz, dass man da auch nichts mehr machen konnte. So. Dann nochmal auf ein neues. Ist vielleicht ein bisschen blöd gespielt so, aber... Mein Gott, was soll es? Ich habe da jetzt keinen Bock, wegen so einem Blödsinn dann ein Medipack zu verschwenden. So, bist du ein Verbandskasten... Und Dollars. Oh, ein Ofen. Da haben wir nichts. Waschbecken, Kühlschrank. Haben wir einen Kühlschrank. Haben wir noch schön viele Sachen. Und hacken diese Station. So, wo geht's lang? Wir müssen nach oben und hier lang. Wunderbar, das liegt soweit. Komm, gib mir noch ein paar... Ey, ich rall das nicht. Dann machen wir das so. 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 Siehst du, jetzt haben wir es hingekriegt. Tada! Und speichern. Mache ich immer gerne bei so einem Teil. Speichern. Ja, und jetzt wieder hier vorsichtig, vorsichtig um die Ecke lugen immer. Mal erst noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwas plündern können. Und Kaffee. Kaffee ist nicht zu verachten, aber brauchen wir im Moment nicht. Hier haben wir nix. In der Küche ist nix. Hier ist noch Stickstoff. Noch ein Kühlschrank. Noch eine Kitty. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Wer hat denn so Leichenschränke hier in der Küche? Mal ganz ehrlich. Leichenschränke oder was sind das hier? Irgendwas guckt da unten raus. Ob das nun gewollt ist oder nicht, sei man dahingestellt. Lassen wir erstmal offen. Gut, dann haben wir hier hinten auch soweit nichts mehr. Was haben wir hier noch? Ein Kühlschrank. Ne, eine Telefonzelle oder was ist das hier? Ein Cello-Koffer. Zigaretten. Rauchen tue ich nicht. Habe ich denn hier irgendwo noch die Zahlenkombination für die Tür da draußen? Das ist ja noch so ein Zahlenschloss. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas in der Richtung? Mhm. Schöne Bilder hier. Was ist das? Spielendes Kind mit irgendeinem Ball oder wie das aussieht. Hier, schön, schön gemütliches Beisammensitzen. Hier tanzen sie, ein schönes Landhaus. Oh, schön am See. Hm. Der sieht ein bisschen aus wie der Fontaine, oder nicht? So von den Gesichtszügen her. Guckt euch das mal an. Und das ist auch der einzige, den man hier wirklich sehr gut erkennen kann. Hm. Auch der Schnäuzer, das könnte der Fontaine sein, ne? Drecksack. Wenn er das ist. So, ich will noch einmal oben gucken. Vielleicht haben wir da doch noch irgendwas übersehen da oben. Doppelt hält besser. So, hier. Hier pfeift irgendwer. Ob das nun durch die Wand ist, weiß ich nicht.
Hier kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Oh, Naivspritze. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Und ein Verbandskasten. Ja, können wir gerade nicht mitnehmen. Wir sind sowieso schon voll. Aber gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. Naivspritze ist nie verkehrt. Haben wir vielleicht noch irgendwas im Schrank oder hinterm Schrank oder überm Schrank oder neben Schrank? Hier hinten irgendwas? Nee, gut. Da liegt noch unser Freund, der die Toilettenspülung gezogen hat. Ist wahrscheinlich daran elendig verreckt. Hatte Verstopfungen, konnte dann nicht mehr auf Toilette. Ja. Irgendwas war doch hier gerade. Ach nee, das ist der Red Robin. Den will ich nicht. So, dann sind wir hier in der Wohnung auch fertig. Man kann ja noch einmal freundlich zwischenspeichern. So viel Zeit haben wir ja noch. Und dann weiter hier. Oh Mann, hoffentlich sind wir hier bald raus. Hoffentlich sind wir bald wieder an der Oberfläche. Dann habe ich auch genug vom Meeresgrund hier. So, hier sind wir wieder hier. Hier sind wir wieder hier. Jawohl, das ist auch eine wahre Aussage. Hier ist noch eine Lagerkiste, zwei Pistolenkugeln. Da oben stoppt der Big Daddy. Ascher, Zigaretten, na gut. Verkaufsautomat. Komm, hauen wir da mal einen Hacker rein. Was haben wir denn hier noch? Verbandskästen, du kannst nicht mehr davon tragen. Film, Pistolenkugeln, Napalm, ja. Alles nicht so das Pralle, speichern wir den ganzen Kram nochmal ab. Ich bin kein Schmarotzer. Wie kommst du denn darauf? Oh, hier ist noch eine Annäherungsmine. Kassette. 10 Dollar nehme ich mit. Die haben uns da oben noch nicht so entdeckt. Das finde ich gut. Kann auch erstmal ruhig so ein bisschen so bleiben. Hier ist noch eine Leiche. Ja, da ist was Wahres dran. Ach, guck mal an hier. Na, kalt? Kalt? So. Munitionssparend erledigt den Kerl hier. Was haben wir hier noch? Schrot. Da haben wir voll. Kaffee. Oh, hier nochmal. Fontaines menschliche Jukebox. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Oh Mann. Eine Jukebox. Wir sind also nichts mehr als eine Jukebox, in der man einfach das passende Programm einlegen kann und schon wird's gespielt. Ui, moderne Kunst für die Zeit. Doch schon recht modern. Ja. Ob man das so machen sollte, ist wirklich fragwürdig, weil ein Mensch lebt doch von seinen eigenen Erinnerungen, die eigenen Sachen, die er lebt. Und es macht doch ein Kind erst aus, dass es halt eben so ein bisschen trotzig ist, so ein bisschen widerspenstig, seinen eigenen Willen hat. Hui, wer ist denn das da hinten? Was auch immer das war, sie ist tot. Hier haben wir noch eine Leiche. Und noch eine Leiche. Und noch eine Leiche. Und noch eine Leiche. Hier hat aber jemand Spaß gehabt. Ich kann mir schon vorstellen, was es hier zum Abendessen gab. Und ehrlich gesagt, hier will ich nicht zu Abend essen, wenn es diesen Typen hier gibt. Wirklich gut kann der nicht schmecken. Bäh. Kannibalismus. Bäh. Fui fui. Das erinnert mich an alte Mafiosi-Filme, ey. Ohne Scheiß.
Der Spion hat geplaudert. Ab in die Küche mit ihm. Lee zerstallt ihn. Gibt doch auch bei Bad Boys 2, glaube ich, so eine Szene. Da wird so ein Russe dann von diesem kolumbianischen Mafiosi in der Küche zerschnetzelt. Und dann in so einer Tonne da abgeliefert. Das fand ich auch ein bisschen übel. So, hier können wir wieder nichts machen. Hier, dass der Fernseher überhaupt noch läuft und dass ich hier nicht sofort einen Stromschlag kriege. Alles unter Wasser, aber hier ein Fünftel des Bildschirms ist unter Wasser, aber das Ding läuft. Das Ding läuft. Das ist Technik. Bei Technikfragen, Technikfragen. Brüller. Brüll leer. Ja, das gronkt da nicht so ein bisschen, also ganz ehrlich. Das sieht ein Blinder mit einem Krückstock, dass da Saturn eindeutig einen Gronk sich holen wollte. Oh, was haben wir hier denn noch? Mittel gegen Gedankenkontrolle. Cool. Das holen wir uns gleich. Aha. Recombinant Series. Ah, ja. Ja. Hätte ich genauso gemacht. Eindeutig, ja. So, wir gucken uns aber hier nochmal um. Ob wir hier noch... Hier finden wir nämlich noch schöne Sachen. Und ich wette mit euch, nehme ich das gleich auf, geht's gleich wieder mit der Action weiter. Um was wollen wir da wetten? Deswegen einmal kurz nochmal flotten Speicherer gemacht. So, Mittel gegen Gedankenkontrolle. Clever Inventor. Nehme ich mit. U-Invent-Stationen sind ein Wunder der modernen Technik und jetzt brauchen sie Benutzer sogar noch weniger Rohmaterialien. Aha. Ja, lagern wir mal eine Genbank ein. Und nehmen wir das hier jetzt. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Ja, er hätte es nur nicht auf Dings brauen wollen. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Chong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Ja. Neues Ziel. Besorge das Heilmittel Versuch 192. Wo müssen wir denn da hin? In welche Halle denn? Hier, Ziel. Da will ich hin. Zuschauer, bla bla bla. Nanntes bla 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 bla. Orte genannt. Tenenbaum hat hier zwei mögliche Orte genannt, wo es finden kann. Zuschauer entwickelte eine Droge in seinem Labor. In den Apartmentshüten in der Nähe des Apollo Squares, aber Tenenbaum stahl eine Probe und verstärkte sie im Apartment im ersten Stock. Ah ja, in den Mercury Suiten. Dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Erst einmal nochmal speichern. Und es wäre vielleicht cleverer gewesen, das wirklich niemandem zu erzählen. Noch nicht mal sich selbst und noch nicht mal auf Tonband. Das ist ja so dieser Kardinalsfehler, den viele gerne machen, sowas einfach auf Tonband zu hinterlegen, in der weisen Voraussicht, dass es ja nie jemand finden kann. So. Ja, Tür auf. Hallöchen. Wow. Ja, du mich auch. So, komm her. Jetzt auf beiden Seiten hier beschossen. Dann können wir uns hier um das Ding kümmern. Kaputt.
Dann pfeifen wir uns da noch einen schönen Verbandskasten rein. Baut er hier einfach so eine Raketenstation auf? Ich glaub's ja nicht. So, Leadhead Splicer. Können wir den auch nochmal knipsen? Ne. Da gibt's nichts mehr zu knipsen. Das ist unsere Kamera. Och, hörst du auf. Komm her. Mädchen. Schmeiß. Wo bist denn du? Komm. Schmeiß. Ich treff die nicht. Wo ist denn die? Ah, da. Autsch. Na. Hörst du auf. Böses Mädchen. Wenn ich jetzt noch wüsste, in welchem Apartment der ist. Ist das Souchons? Wohnung von Anna Kappler? Nö. Dann war seine Wohnung da hinten. Gucken wir mal nach, ob wir da was finden. Ah, da haben wir noch was. Schnell mal ran. Kassette. Da waren wir schon dran. Gucken wir mal hier in der Wohnung nach, ob wir da was Nützliches finden. Hier war es nee, das ist Wohnung von Sander Cohen. Ach, bei Souchon waren wir ja gerade schon. Aber den Code habe ich immer noch nicht gefunden. Code eingeben. Fertig. Nee, dann gehen wir mal nach oben hier. Hilft ja alles nix. Bonk, bonk, bonk. Komm her, du bist zehnmal besser. So. Ey, mach das Ding nur hier nicht kaputt. Vollidiot, jetzt hat das Teil kaputt gemacht. Ich wollte das hacken. Vollidiot, echt. Soll sich was schämen. Ja, komm. Mädchen. Hör auf, ganz ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst. Hör auf, hier was zu legen. Mach die Tür auf, komm. Sei brav. Komm. Wo ist denn die? Ach, die ist gestorben. Direkt hier vor unserer Tür. Fotografiere ich die auch noch einmal schnell. So, komm. Erhöhter Schaden plus 2. Ich weiß gerade überhaupt nicht, in welcher Wohnung wir hier sind. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Noch eine Eve-Spritze. Zigaretten. Scheiße, die wollte ich eigentlich nicht nehmen. Da hinten habe ich noch einen Tapsen sehen. Aber den finden wir auch noch. Hier Leiche untersuchen. Pep-Riegel, Leiche untersuchen. Leiche untersuchen. Ach du Scheiße, hier sind... Ja. Ja, irgendwie. Ach du Scheiße, das erkenne ich ja jetzt erst. Hier sind die ganzen Little Sisters. Ach du Schande. Das war wohl hier eine kleine glückliche Familie. Naja, glücklich. In Anführungsstrichen. Haben wir hier noch wen? Hier pisst es von oben durch. Oh, hier ist ein Safe. Den kriegen wir noch gehackt. Das machen wir nochmal in dieser Folge. Kriegen wir es hin? Nee. Nope. Und nochmal laden. Den will ich nochmal eben hacken. Ich probiere das noch einmal, ansonsten nehme ich den Auto-Hacker. Hacken, hacken, verstecken.
So. Scheiße. Nee, komm. Wir nehmen den Auto-Hacker, das wird mir sonst jetzt zu hektisch. So schnell ist meine Reaktionszeit jetzt auch nicht mehr. Auto-Hacker, jawohl, dankeschön. Untersuchen. Geld und Pistolen kann ich nicht aufnehmen. So, dann speichern wir das Ganze noch einmal. Und hopp. Und hopp. Und aufs Bett drauf. So, hier ist es doch schön gemütlich. Hier kann man eine Folge wunderbar beenden. Und das mache ich dann auch an dieser Stelle. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt ihr gerne einen Daumen rauf, teilt sie, abonniert meinen Channel. Dann sehe ich einfach, dass es euch gefällt. Und das freut mich halt auch immer so. Macht mich ein bisschen stolz, wenn ihr sagt, das ist ein tolles Let's Play und wir gucken das gerne. Gerne könnt ihr es eben teilen, damit wir auch noch mehr Leute erreichen. Ja, und ich wünsche euch dann an dieser Stelle noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt, das ist ja ganz euch überlassen. Und macht es gut, bis zur nächsten Folge. Euer Bugs. Tschüss.